Camper-Freunde, wir sind heute wieder mal vor Foodluck und zwar campen wir jetzt heute wieder für den Yeezy 350 V2 und zwar für den Antlia. Wir sind heute ein bisschen früh da, weil das Ganze so ein bisschen auf Konkurrenzkampf hier läuft. Wir beide haben jetzt Platz 1 und 2 und sind auf jeden Fall Listenführer und der Schuh kommt morgen um 8 raus und mal gucken, wie das Ganze wird und ist ja wieder live dabei. Also, Dominik ist da, Maxi, bin da, bisschen lauter bitte, Adin, Peng, Peng, Qigang Ni, Disco, Qigang Ni, Qigang Ni, ja genau, Xinji Kai, Tim, für Tekken, komm gleich, ja ist okay, ist okay, okay. Wason, André Santilan, Wen Yi Yap, Shai Long, was macht ihr? Klaus! Freunde, eine Prominenz am Start. Wir haben wieder den German Hype Kid. German Hype Kid. Was geht, Digga? Was geht bei dir? Wir campen hier vor Footlacker. Für den bepinkelten Schuh, der morgen rauskommt. Ganz genau. Der so aussieht wie ein Cream White. Ganz genau. Bepinkelt wurde. Gut erfasst. Oder man könnte auch sagen, Butter 2.0 mit Schlangenmuster. Ja. Ja, ne? Jetzt schon? Ja, ist ziemlich früh, ne? Ja. Ja. Ihr wollt die Ersten sein, oder? Ja. Oh. Ey, kannst du mal, das funkelt ja so. Ach nee, funkelt ja gar nicht. Ja. Was ist denn das? Kein Eis out. Wir haben es jetzt 23.38 Uhr, aber jetzt müssen wir hier einen Full Campout machen. Das heißt, bis morgen früh um 8 Uhr, dann werden wir hier reingelassen. Digga! Scheiße! Gotcha. Naja, eben hat es ja schon. Ich habe hier schon Golem. Ja, moin. Also, wir machen jetzt hier Full Campout bis morgen früh um 8 Uhr. Und es ist wie gesagt eine mega chillige Runde. Und jetzt geht's weiter. Oskar, was gibt's jetzt? Essen. Nice. Hallo. Nice. Ey Jungs, wie heißt ihr auf YouTube? Sneakeres. Sneakeres. Was macht ihr für Videos? Sneakeres. Geile Videos, ne? Auf jeden Fall vorbeischauen. Übel krasse Jungs hier. Danke, danke. Oskar, jetzt bist du glücklich, ne? Schenk mir ein. Und wenn ich dann traurig werde, ist daran, dass ich immer träume von daheim. Du musst verzeihen. I wanna show you, and I wanna give you everything you wanted, and I wanna see you.
just wanna give you everything you dream, but I can't just do it all alone, all alone. I need you, let me know where you wanna go. I can't just do it all alone, all alone. I need you, let me know where you wanna go. I wanna know you, I wanna show you, and I wanna give you everything. Moin! Jetzt. Was geht? Moin. 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 Ja, weiß nicht. Alex, der Ehrenmann, bringt uns Frühstück. Oh mein Gott! Das ist so, was du meinst, Alter. Weißt du, soll ich so ein ganzes nehmen? Frühstück. Moin, Freunde, wir haben die Nacht auf jeden Fall jetzt überstanden. Und zwar macht jetzt auch gleich der Laden hinten auf um 8 Uhr. Und da gehen wir gleich rein. Ich bin mal gespannt, wie wir das heute wieder machen. Ich denke mal, wir werden wieder so eine Schlange machen, so wie letztes Mal. Und ja, war auf jeden Fall eine entspannte Nacht. Und ich bin mal gespannt, wie der Schuh gleich aussieht. Und wir gehen jetzt auf jeden Fall gleich rein. Das ist jetzt der Schuh. Ja, sehr gewöhnungsbedürftige Farbe auf jeden Fall. Erinnert sehr stark an den Butter. Auch jetzt hier wieder mit den reflektierenden Laces. Und diesmal kein Pull-Tab. Ist jetzt ja auch wieder der Original Exclusive. Das heißt, der kam jetzt nur in Europa und Russland raus. Ja, ist jetzt ehrlich nicht so meine Farbe. Und dementsprechend auch zu verkaufen. Also ich weiß nicht, wie ihr die findet. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Aber mein Fall ist auf jeden Fall nicht. Aber mal gucken, was man da so rausdrehen kann. So, Kollege, wie findest du den denn? Den Schuh? Ja. Ja, ich weiß nicht. Würdest du den tragen? Also wenn ich den jetzt hier so sehe im Real Life, so eher weniger. Ja. Ich finde eigentlich die Farbe echt hässlich, muss ich sagen. Den in, also Yeezy in White und so, Cream White, Triple White, feiere ich richtig. Ja. Nee. Ja, bin ich ganz deiner Meinung. Kannst du direkt zurückgeben. Okay, krass. Ja. Alles klar, danke für deine Opinion. Jo. So, wir waren gerade bei Footlacker, jetzt stellen wir uns gerade bei Snipes an. Ich denke mal, wir kriegen noch ein paar, ne? Safe. Haben wir ganz guten Platz jetzt. Und mal schauen. So, das war jetzt eben ein bisschen Struggle. Wir konnten hier gar nicht mehr filmen, weil sich die ganze Schlange halt so ein bisschen aufgelöst hat. Wir haben jetzt aber trotzdem alle unsere Paare bekommen. Und jetzt gehen wir halt nach Hause und wir sehen uns beim nächsten Video.